lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Hallo und schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Hier seid ihr wieder beim verrückten Adventskalender und wir haben erneut hier jede Menge Türen hinter uns versteckt. Heute werden wir natürlich auch wieder eine aufmachen. Zuvor begrüße ich aber einen neuen Gast. Der Karl-Heinz ist bei uns. Servus, grüß dich. Servus. Wo kommst du her? Ich komme aus Nürnberg. Extra von Nürnberg angereist zu uns. Okay. Und was hast du heute schon so erlebt, Karl-Heinz? Ja, in der Schule Probe geschrieben. Der Kalle hat selbst Probe geschrieben. Okay, ja, dann wollen wir mal gucken, was heute in der neuen Tür dran ist. Welche ist heute eigentlich überhaupt? Der fünfte ist heute, oder? Ja. Genau, also machen wir Tür Nummer 5 auf. Und du darfst rüber an unsere Wand gehen und hier die Nummer 5 aufmachen. So, wir haben eine neue Aufgabe gestellt bekommen in der Tür Nummer 5. Du hast es ja aufgemacht. Ja. Dieb, was heißt das jetzt? Muss ich was klauen? Wahrscheinlich. Genau, also wir haben hier ja wieder unseren schlauen Zettel dabei von der Regie und da steht drauf, dass ich mindestens 2 Gegenstände von irgendwelchen fremden Personen wegnehmen soll. Natürlich sage ich zuvor bereits, die Gegenstände werden wieder zurückgegeben. Also die haben wir wieder zurückgegeben, falls es denn geglückt ist. Okay, 2 Gegenstände, welche ist egal. Auf jeden Fall die Personen, wo ich erwische, die dürfen nichts davon bemerken. Also heimlich so aus der Tasche stehlen oder hinten vom Rucksack. Mal schauen, ob das gelingt. Und ich bin gespannt, wer da so unterwegs ist. Wo kann man Leute beklauen? In Nürnberg? Oder? Ja, Nürnberg, Weihnachtsmarkt, da Christkindlesmarkt. Habe ich mir jetzt auch mal gedacht, da war ich jetzt nämlich heute Nachmittag mal am Christkindlesmarkt in Nürnberg drin und ihr seht dazu jetzt ein paar Ausschnitte. Viel Spaß! Vielleicht ein bisschen besser auf ihr Material aufpassen, weil das geht ganz schnell, dass da hinten einer reinlangt. Ne? Wir machen zur Zeit hier so Tests. Also, hab's jetzt leicht. Ist das rausgefallen? Nee, ich habe einfach reingegriffen. Wir machen hier Tests, also Test-Tipp. Bisschen aufpassen. Danke, ich habe das in meinem Fernsehen gesehen. Ja, vor allem. Nee, ich bin's nicht. Einmal, das ist nichts Wertvolles. Ja, Gott sei Dank. Da wäre es wirklich gewesen damit, aber. Gott sei Dank. Boah, danke ja. Ja. Trotzdem, weil da hinten. Ich bin normal mit Geld vor geschlüsselt, bin ich total vorsichtig. Aber ja. Weil ja. Ich habe es jetzt gerade vorhin gesehen, da hat einer so die Tasche und dann hier unten so zusammengebunden. Ja. Auf dem Anlenker, weil da kann man es nicht wegziehen. Ja, ne? Oder genau. Irgendwie befestigen, irgendwie mit einem Band oder irgendwie so, da ist es dann besser, ja. Danke Ihnen. Kein Problem. Gut. Schönen Abend. Tschüss. Ade. Gleich. So, da haben wir ein paar Leute bestohlen. 2 Leute waren es. Haben es wieder bekommen. Das eine war ja ein Fahrrad, was wir mitgenommen haben.
Und der hat sich ja umgedreht, was wir im Ausschnitt gesehen haben, dass er sich gebückt hat und seine Schuhe gebunden hat. Und ich war 10 Meter hinter ihm, dass ich nicht gemerkt habe, wie das Fahrrad abgehauen ist. Sperrst du dein Fahrrad immer gut ab, oder wie? Ja, ich sperr's immer ab. Ist auch sicherer, weil der junge Herr, was jetzt da unterwegs war, der hat's ja nur zwischen die Speichen und da kann man sie ja bequem wegtragen. Lauf in 10 Minuten zum Hauptbahnhof rein und dann ist das Fahrrad weg. Das zweite war ja eine ältere Dame, wo hinten am Fahrrad auf ihren Gepäckträger Taschen drauf gehabt hat. Da war zwar nichts Wertvolles drin, hat sie gesagt, aber trotzdem, die Taschen wäre weg gewesen, weil ich habe mich vor hinten angepirscht und ja, sie war ja dann recht froh, dass es wieder gekommen ist. Also heute als Testtipp unterwegs in Nürnberg. So, was erlebst du die nächsten Tage noch so? Was hast du noch so vor bis Weihnachten? Ja, keine Ahnung. Müsst ihr feiern oder habt ihr schon geschmückt zu Hause? Ja, der Baum wird bald aufgestellt und ja. Okay, der Karl-Heinz stellt seinen Baum auf, jawohl, da freuen wir uns. Sag halt Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, dann stellen wir noch einen zweiten dazu. Okay, also dann wünsch mal einen schönen Abend. Wir sind morgen Abend wieder da. Dann ja, so zur Nikolaustür, die Nummer 6 dürft ihr nicht verpassen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Du darfst schöne Grüße ausrichten oder einfach noch schöne Weihnachten wünschen. Ja, schöne Weihnachten euch allen. Servus.